Hallo ihr Lieben, heute falte ich mit euch eine Origami-Blume, die ich mir selber ausgedacht habe. Dafür brauchen wir 6 Blätter Faltpapier oder was ich jetzt genommen habe, sind die Notizzettelchen, die wahrscheinlich jeder zu Hause hat. 6 davon brauchen wir. Ich habe jetzt 3 in Gelb und 3 in Rosa. Und jetzt zeige ich euch, wie wir die einzige Blüten falten. Und jetzt falten wir jede einzige Ecke zur Mitte. Und jetzt drehen wir das Papier um und falten 2 nebeneinander liegenden Ecken wieder zur Mitte. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt falten wir die Blüte so. So sieht es aus. 6 davon brauchen wir. Ich habe die natürlich schon vorbereitet. Dann wechseln wir die Farben ab, brauchen einen Klebestift und tragen Kleber hier auf dem Dreieck. Gründlich. Und wechseln dann, wie gesagt, die Farben ab. Immer rosa. Gelb, rosa, gelb und so weiter geht's. Im nächsten Dreieck Kleber auftragen. Dann die Blume aufmachen. So sieht sie dann aus. Eventuell ein bisschen abwarten, bis der Kleber trocken ist und restlichen Kleber entfernen von der Seite. Und dann holen wir hier die Teilchen, die Ecken hier raus. Und falten sie so nach oben. Mit ein bisschen klebrige Finger. So. So ein bisschen warten ist wahrscheinlich gar nicht so eine schlechte Idee, weil bei mir hier
wie ich gemerkt habe, schon aufgeht. Also einfach mal 5 Minuten warten, bis der Kleber dann trocken ist, dann ist es alles einfacher. Und so sieht dann die Blume aus. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Wenn, dann Daumen hoch und bis das nächste Mal. Ich habe mich gefreut. Tschüss.